Aus dem Nichts ragen Fördertürme, Lagerhalle und Silos in den blauen Himmel. Es ist das modernste Zementwerk Afrikas und das erste überhaupt in Namibia. Nördlich der Hauptstadt Windhoek betreibt die Firma Schwenkzement aus Ulm das Werk Ohorongo. Es ging nach ca. 5-jähriger Planungs- und Bauzeit Anfang 2011 in Betrieb. Die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft DEG hat die langfristige Finanzierung für Ohorongo arrangiert und mit einem Darlehen in Höhe von rund 30 Millionen Euro einen Teil dazu beigesteuert. 700.000 Tonnen Baustoffe produziert das Ohorongo-Zementwerk jährlich. Das reicht für ganz Namibia und sogar für den Export. Dabei legt das Unternehmen großen Wert auf Energieeffizienz und den Einsatz von erneuerbaren Energien und modernster Technik. Nachhaltige Ressourcennutzung und der Schutz der Umwelt sind neben sozialen Grundsätzen entscheidend für ein Engagement der DEG. 300 Angestellte arbeiten im Ohorongo-Zementwerk. Sie werden von deutschen Fachkräften aus- und fortgebildet. Wissenstransfer gehört zum Alltag des Unternehmens. 60 Namibier haben sogar eine Fortbildung in Deutschland genossen. Für Namibia war der Bau des ersten eigenen Zementwerks ein überaus wichtiger Schritt auf dem Weg der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Denn bisher musste der gesamte Bedarf an Baumaterial importiert werden. Dies ist nun Vergangenheit, dank der Unterstützung der DEG und des Engagements von Schwenkzement. Das Unternehmen ist zum ersten Mal in einem Entwicklungsland aktiv und äußerst erfolgreich. Nachdem man Zementwerke im Gegensatz zu Minen für Generationen baut und auch betreibt, spielt so ein Projekt für eine landwirtschaftliche Region wie dieses Otavi-Zume-Grootfontein-Dreieck eine wesentliche Rolle. Neben dem erwähnten Multiplikatoreffekt von 1 zu 7, das heißt, ein Mitarbeiter hier direkt im Werk versorgt bis zu sieben Familienmitglieder zu Hause, gibt es weitere wirtschaftlich bedeutende Faktoren, die sich in einer Region kurzfristig, aber vor allem mittel- und langfristig sichtbar niederschlagen werden. Demnach bedeuten diese 300 Mitarbeiter von Ohorongo im Grunde rund 2000 weitere Arbeitsplätze für die Region. Das spürt vor allem die Kleinstadt Otavi, die wirtschaftliche Probleme hat. Seit der Bekanntgabe, dass in der Nähe ein Zementwerk gebaut wird, hat sich einiges verbessert. Neue Unternehmen siedeln sich an, Menschen finden Arbeit. Ein gelungenes Beispiel ist diese Schlachterei. Mit ihr hat die Kantine des Zementwerks einen Zulieferervertrag abgeschlossen, der dem jungen Unternehmen Sicherheit bietet und damit attraktive Arbeitsplätze schafft. 7 Personen konnten bereits eingestellt werden. We can feel the impact and the income of the municipality has also changed. People are having employment and the rest of the Namibians are also flocking towards Otavi to have some job employment opportunities. Die Finanzpartnerschaft der DEG mit Unternehmen, die sich in Entwicklungs- und Schwellenländern engagieren, hat immer auch einen positiven Effekt für die Region und ihre Menschen. Es geht darum, nachhaltig zu wirtschaften und dazu beizutragen, dem jeweiligen Land eine Entwicklungsperspektive zu eröffnen. Mit der Förderung des Ohorongo-Zementwerks, einer der bisher größten deutschen Direktinvestitionen in Namibia, setzt die DEG Maßstäbe und beteiligt sich finanziell an einem Projekt, das zukunftsweisend für ganz Namibia ist und mehr als nur ein Silberstreif am Horizont.